Zwei, die im Pokal für Furore sorgten, sehen sich heute in der Liga wieder. Der erste FCS nach dem Sieg über Karlsruhe und Viktoria Köln, die Werder Bremen aus dem Pokal kickten. Jetzt geht es allerdings für die beiden um Drittligapunkte. Für einen im FCS-Trikot ein ganz besonderes Spiel. Patrick Sontheimer, im vergangenen Jahr noch in Diensten von Viktoria Köln. Frank Hundhefer weiß mehr. 83, 6 und 9. Das sind Patrick Sontheimers Köln-Zahlen. 83 Spiele, 6 Tore, 9 Vorlagen. Ja, und mit so viel Viktoria-Erfahrung kann Sontheimer seinem Coach natürlich einiges über den Ex-Verein verraten. Und Rüdiger Ziel, der lässt Patrick Schmidt auf der Bank. Kai Brünker darf beginnen. Tor in Ulm, Siegtor im DFB-Pokal aktuell. Spricht alles für ihn. Ansonsten die gleiche Elf, die im Pokal erfolgreich war. Die Viktoria mit gänzlich unveränderter Aufstellung. Also das Team, das Werder Bremen sensationell geschlagen hat, startet auch heute im Ludwigspark. Jetzt aber mal der FC. 11. Minute, erste Ecke, die übernimmt Richard Neudecker. Und da kommt Uaferro, voll reagiert, stark, erster Aufreger. Boneo Ferro wuchtet seine 1,91 in die Höhe und wir sehen gleich, auch Brünker wäre da gewesen, aber nochmal die Parade von Voll, die ist sehenswert und notwendig. Köln ja mit einem 3-1-Sieg gegen Ferl in die Liga gestartet. Saarbrücken mit einem mauen 1-1 in Ulm, der FC hat schon ein bisschen mehr Druck als die Viktoria. Und die kommt, 15. Minute mit Marseilla und dann kriegt Böder Schwierigkeiten hier. Da ist zwar kein Abnehmer im Zentrum, aber Köln sagt zum ersten Mal guten Tag im Strafraum von Tim Paterok, der in der Liga wieder für Pokalkeeper Schreiber übernimmt. Viktoria-Coach Janssen sieht dann den nächsten ruhenden Ball für den FC. Kasim Rabijec mit seinem starken Rechten. Korunkiewicz, Danur Ferro, Brünker, Bumm, 1-0. Und das ist sage und schreibe der dritte Treffer von Kai Brünker in seinem dritten Spiel. Ja, es brünkert im Park vom Siegtor im Pokal. Will er noch seinen Enkeln erzählen? Vielleicht hat dieses 1-0 noch nicht die historische Dimension, aber mega wichtig ist es trotzdem, schwach verteidigt. Uaferro ist dann aufmerksam und Brünker einfach da, der FC legt vor. Kai Brünker hat eine unglaubliche Präsenz und der Dank, er gehört Boneo Aferro. So reagiert ein Team, das sich versteht. Und gleich wieder der ruhende Ball. Kleines Standard-Festival ist das hier. Rabijec. Und dann der zweite Ball für den Ex-Kölner Patrick Sontheimer. Ja, ist doch zeigenswert, dieser Versuch. Sontheimer führt Regie. Und wenn es sich anbietet, dann hält er auch mal drauf, so wie hier 21. Minute. Saarbrücken ist dominant, muss aber auch immer wieder aufpassen. Halbe Stunde rum, Standard jetzt auch mal für die Gäste. Und da kommt Schulz zum ersten, zum zweiten und das ist der Ausgleich, 31. Minute. Zuteilung und Timing nicht optimal bei Zeitz und Uaferro. Aber Schulz auch mit orkanartiger Wucht, 1,94, da kommt ganz schön was angerauscht. Rizzuto dann auch zu spät. 38. Minute und gleich nochmal die Kölner. Torschütze Schulz verlagert. Das ist Marseilla. Der versucht's mit Philipp. Dann Ballgewinn Rizzuto hier. Der ist aber leichtsinnig. Schwupp, Ball wieder weg. Wieder Marseilla. Wieder für Philipp. Und Paterok ist noch dran. Lenkt das Spielgerät an den Pfosten. David Philipp, Doppeltorschütze gegen Bremen. Hier scheitert er an Tim Paterok, aber der Fehler von Rizzuto bringt die Kölner erst wieder ins Spiel. Und dieser Fehler wird auch FC-Coach Ziel nicht wirklich gefallen haben. Noch 10 Sekunden offizielle Spielzeit in Hälfte 1. Und ja, der nächste Standard. Total auffällig, wie viel über Freistöße und Ecken passiert. Wieder der erste FC Saarbrücken. Und wieder Richard Neudecker mit links. Von links und klar, wen er sucht, nämlich Kai Brünker und wieder ist voll zur Stelle. Nochmal eine dicke Gelegenheit. In unserer Facebook-Sendung Clubheim hatten wir ihn gefragt, Kopfballtreffer oder mit dem Fuß, was mag er mehr? Kai Brünker, da sagt er ganz klar, Kopfballtreffer. Und hier fast sein zweiter im ersten Abschnitt. Keine Wechsel zur Pause. Auch Schmidt bleibt zunächst auf der Bank.
Und wir gehen rein in den zweiten Abschnitt. Und den eröffnet Kasim Rabiec, 46. Minute. Wieder eine Prüfung für Ben Voll, die er besteht. 180 Sekunden später sein Gegenüber, Paterok, der macht schnell. Dann Rabiec, der treibt den Ball, zieht alles auf sich. Und dann hat er auch das Auge für Neudecker, aber der ist diesen berühmten Tick zu spät. Richard Neudecker hat den Laufweg angeboten. Guter Umschaltmoment für Saarbrücken, eben nicht ganz perfekt zu Ende gebracht, aber sie arbeiten an der Führung. Aber auch wenn die Gastgeber präsent sind, Köln bleibt gefährlich, hat auch Umschaltmomente, steigt Saarbrücken auf die Eisen wie hier. Und dann geht's ab, der FC nicht mehr ganz in der Ordnung. Das ist Henning. Immer noch Henning. Dann Masaila, bisschen glücklich, aber dann ganz konsequent. Köln 2, Saarbrücken 1, 52. Minute. Was für ein Knickschlag. Zeitz kommt nicht mehr rein in den Zweikampf. Sontheimer und Böder ohne Zugriff. Masaila strudelt sich den Ball irgendwie zurecht. Hat Dusel, gibt sich selbst die Vorlage. Paterok machtlos. Ja, und dann der Blick auf Sontheimer. So hat er das 1:2 erlebt. Tut richtig weh. Die Ex-Kollegen gehen hier in Führung. Dann Dreifachwechsel. Günther Schmidt, Schmidt und Becker ersetzen Brünker, Böder und Zibea. Halbe Stunde noch auf der Uhr. Aber zunächst nochmal die Viktoria. Gregor für den eingewechselten Handler. Und Tim Paterok, der muss da die Kelle raushalten. Heiße Kiste für den FC jetzt, denn er muss was riskieren, andererseits auch solche Situationen irgendwie überstehen. Was fällt Saarbrücken noch ein? Sontheimer setzt der Schmidt in Szene, der versucht, das ist eine Variante. Und sein Coach draußen mit der ganz klaren Geste, bitte Schlussoffensive starten. 72. Minute, Neudecker. Neudecker, dann kommt Sontheimer und der für Rabiec. Rabiec. Und das ist mega knapp. Kasim Rabiec, fußballerisch sicher einer der besten dieser Liga. Abschlussglück bleibt ihm bis hierhin verwehrt. Hier nochmal das Trikotziehen von Henning gegen Neudecker. Schiri Speckner lässt zu Recht Vorteil laufen, dann Sontheimer und Rabiec. Weiter 1:2 aus Sicht von Patrick Sontheimer und dem FCS. Und der steuert auf die erste Niederlage hin, Rüdiger Ziel. Und diese unangenehme Vorahnung, oder geht doch noch was? Wieder eine Ecke für Saarbrücken. Aber auch wieder hier der Umschaltmoment für die Viktoria. Handle. Und dann lässt Rizzotto die Bahnschranke runter. Das ist so natürlich gegen die Regel. Gelb hatte er schon. Martin Speckner beendet den Arbeitstag von Calogero. Rizzotto vorzeitig. Ja, das Foul in der Nachspielzeit, der FC noch kurz zu zehnt. Und dann das letzte Aufbäumen über Kapitän Manuel Zeitz. Da ist er. Aber nee, das war's. Saarbrücken verliert mit 1:2. Die Fans sehen, das Team hat kein wirklich schlechtes Spiel abgeliefert. Insgesamt aber war es eben nicht gut genug. Olaf Janssen feiert und wir haben unter anderem seinen Ex-Spieler im Interview. Ich glaube, zusammenfassend war es einfach zu wenig von uns. Wir haben uns zwar Chancen erspielt, aber war dann letztendlich nicht zwingend genug und haben die Dinger dann hinten zu billig kassiert. Das ist wiederholt ein Standardtor, was wir kassieren. Und das darf uns nicht passieren, das müssen wir verbessern. Aber wie gesagt, das geht jetzt dann auch gleich wieder weiter und wir schauen nach vorne. Viktoria Köln hat mit allem, was sie hatten, verteidigt da hinten. Und es ist dann spielerisch teilweise einfach ein bisschen schwer, da durchzukommen. Und deswegen sah das wahrscheinlich von außen aus, dass da die Durchschlagskraft gefehlt hat. Aber es ist nicht so einfach gegen 11 Mann da. Am Ende ist es einfach so, das haben wir uns anders vorgestellt, definitiv. Und jetzt zweimal, glaube ich, eine Leistung gebracht, die jetzt nicht am Limit war. Und das ist ärgerlich einfach, dass wir jetzt nicht diese Leistung auch aus dem Karlsruhe-Spiel bestätigen konnten, dass wir heute gewinnen können. Und da gilt es anzusetzen, dass wir, glaube ich, in dieser Liga ans Maximum kommen müssen, um Spiele zu gewinnen. Und da waren wir heute nicht dran. Und trotzdem war jetzt auch, so den Vergleich zu ziehen, Freitag im Pokal war nicht alles gut, nicht alles super. Und so war auch heute jetzt nicht alles schlecht. Von daher
wissen wir, dass wir es besser machen müssen, aber wir wissen auch, dass wir es besser machen können. Leider nicht belohnt heute, würde ich sagen. Extrem bitter. Wir haben uns das anders vorgestellt. Nichtsdestotrotz, wir müssen das jetzt aufarbeiten und dann jetzt in der englischen Woche anfangen zu punkten. Ja, die FC-Flagge heute auf Halbmast. Keine Punkte, Ligastart verpatzt. Aber schon Mittwoch kann man die Korrekturarbeiten einleiten. Dann kommt Ferl in den Ludwigspark. Zweifelsohne erstmal Ernüchterung beim ersten FC Saarbrücken. Aber Frank Kohlthefer hat es angesprochen. Mittwochabend 19 Uhr Anstoß im Ludwigsparkstadion. Und dann sollte der FCS mit einem Heimsieg gegen Ferl die Sachen ändern. Spätestens jetzt schauen wir auf die Ergebnisse der dritten Liga. Hier sind sie für Sie. Saarbrücken gegen Viktoria Köln kennen Sie. Sandhausen gestern 1:0 Sieger gegen Dresden. Bielefeld heute gegen Preußen Münster 4:0 Sieger. Duisburg gegen 1860 München haben Sie gesehen. Ebenso Unterhaching gegen Ulm. Ingolstadt gewinnt 4:0 gegen Halle. Waldhof spielt jetzt gerade gegen den VfB Lübeck und drei Spiele morgen. Verlustpunktfrei führen 1860 München und Viktoria Köln die Tabelle an. Nur für die Statistiker, der erste FCS ist mit einem Punkt 15. Letzteres ohne große Aussagekraft nach zwei Partien. Noch etwas Schönes zum Abschluss für Sie, das Tor von Kai Brünkner. Der FCS-Stürmer brachte die Blau-Schwarzen damit in Führung. Zum Sieg reicht es heute nicht. Auf ein neues. Bis gleich. Wir sehen uns wieder in Aktuell. Tschüss.